Wenn wir die Rolle der Frau im Islam betrachten, beziehungsweise wenn wir uns vorstellen wollen, wie sich die Frau im Islam fühlt, die Rolle der Frau im Islam, was für uns notwendig ist, um da ein richtig tiefgründiges Verständnis zu bekommen, als Nicht-Muslim und auch als Muslime, ist, dass wir erstmal einen Perspektivenwechsel vollziehen. Die erste Perspektive ist die Perspektive des Ziels. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel betrachten, wenn wir uns die westliche Welt ansehen, dann ist es meistens so, dass das Ziel einer Person Geld, Macht, Ruhm, Gelüste, Vergnügen ist. Natürlich, wenn ich das sage, werden viele sagen, nein, das ist doch gar nicht so, wir sind doch ganz anders. Aber ganz ehrlich, die Tatsachen sehen anders aus. Die Tatsache ist, dass man das ganze Leben arbeitet, um sich zwei Monate im Jahr oder zweimal im Jahr oder einmal im Jahr in Urlaub zu fahren und dort Vergnügen zu haben. Dass man arbeitet, um ein großes Auto zu fahren. Und wir brauchen uns nur anzusehen, in die Schule zu gehen, wenn ich sage Geld, Macht, Vergnügen, Gelüste. Und wir fragen mal in der Schule, in einer Grundschule oder einer Hauptschule oder je nachdem, in einer weiterführenden Schule, wer ist dein Vorbild? Wir fragen die Kinder, wer ist dein Vorbild? Dann wirst du kaum jemanden finden, der sagen wird, mein Vorbild ist der Prophet Mohammed. Mein Vorbild ist der Prophet Mohammed oder mein Vorbild ist der Prophet Jesus, alayhi assalam, Frieden und Segen auf ihm beiden. Oder dass ein Mädchen sagen wird, mein Vorbild ist Maria, Mariam. Du wirst es kaum finden. Was wirst du finden, was die Leute dort sagen? Sie werden dir mit irgendeinem Rapper kommen. Warum? Weil die sagen, der ist cool, der hat Geld, Macht, Ruhm, dickes Auto und der fährt mit der Musik in seinem Musikvideo durch die Straße und der ist cool. Gelüste. Oder sie sagen zu dir, Mariah Carey, Britney Spears, Whitney Houston. Obwohl die sind vielleicht jetzt ein bisschen out, weil Mariah Carey hat schon einen Selbstmordversuch hinter sich. Whitney Houston ist heroinabhängig und Britney Spears ist auch nicht mehr so ganz sauber. Alhamdulillah. Aber das ist das, was wir gefragt, wenn wir gefragt hätten, was wir, das wären die Antworten gewesen. Gehe mal in die Schule, denn die Kinder, die Jüngeren, die Jugendlichen spiegeln das wieder. Das heißt, die Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, dass das Ziel einer Person, auch wenn er das vielleicht nicht zugibt, und wenn er das auch vielleicht, und ich rede nicht vom Christentum, weil im Christentum ist das Ziel wahrscheinlich auch etwas anderes, weil die Gesellschaft heutzutage ist auch nicht mehr wirklich christlich, sondern eher christlich angehaucht. Aber man wird sehen, dass die Menschen dies als Ziel angeben und wenn das nur in ihrem Unterbewusstsein so ist. Dadurch wird natürlich derjenige sagen, das Leben eines Menschen ist optimal, wenn er durch seine Lebensweise diese Ziele schnellstmöglich, bestmöglich erreichen kann. Geld, Macht, Gelüste, Vergnügen. So. Und dann sieht er natürlich, oder die Frau sieht dann natürlich, eine muslimische Frau mit Kopftuch und die sagt dann, ja, die Frau kann doch nicht glücklich sein. Mit Kopftuch, keinen Freund vor der Ehe. Wie kann diese Frau glücklich sein? Das ist doch das, wozu ich lebe. Man geht jede Woche einkaufen, kauft sich und ich rede aus Erfahrung. Ja, ich war selber nicht Muslim gewesen, ich habe viel gesehen. Und wenn jeder zu sich, ehrlich zu sich selber ist, wird er sagen, dass das, sagen wir nicht bei allen, aber bei sehr vielen Menschen zutrifft. Wie viele junge Mädchen geben Hunderte, ach ja, hier bezahlen wir noch mit Franken, ja, je nach Deutschland, Euros aus für ihre Klamotten. Das ist ihr Hobby. Weil, warum? Geld, Lust, Macht, Ruhm. Die Leute sagen, Masha'Allah, sagen sie vielleicht nicht. Sie sagen, sie sieht aber gut aus. Alhamdulillah. Das heißt, dieser Mensch kann gar nicht verstehen, wie kann denn diese Muslimin glücklich sein?
Wie kann diese Muslime glücklich sein, ja, wenn sie keinen Freund hat vor der Ehe, wo das ganze Leben sich darum dreht? Schau dir mal, schau dich um in deiner Schule, worum drehen sich die Gespräche? Bei Jungs und Mädchen. Sei doch ganz ehrlich. Die ganze Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, es gibt Clubs, wo man sich kennenlernen kann, Single Party und so weiter und so fort. Das heißt, ich will es doch nicht mal sagen, ich sage jetzt gar nicht, es geht jetzt nicht darum, das zu verurteilen. Es geht nur darum zu sagen, du kannst nicht sagen, guck mal, dieser Frau geht es schlecht, weil die keinen Freund vor der Ehe hat. Weil du einen Freund vor der Ehe haben willst, aber diese Frau will gar keinen Freund vor der Ehe haben. Das ist genauso, als wenn jemand sagen würde, und ich gebe euch ein gutes Beispiel, ein gutes Beispiel. Meine Oma, die hatte Verwandte gehabt, damals, als Deutschland getrennt war. Da gab es ja DDR und BRD. Westdeutschland und Ostdeutschland, um das einfacher zu machen. Und einige Verwandte und eine Schwester von ihr lebte in Ostdeutschland. Und da hieß es eben, ach, die armen Menschen in Ostdeutschland, die haben gar keine Milka-Schokolade. Die haben ja nur die andere Schokolade. Wo ist das Problem? Heutzutage sagen die ganzen Leute im Osten, ach ja, früher im Osten war es viel besser gewesen. Nur diesen Menschen damals im Osten ist das so eingeredet worden, dass sie ein minderwertiges Leben führen, dass sie wirklich daran geglaubt haben und die Mauer runtergerissen haben. Und nachdem die Mauer weg war und die Freiheit kam und Aldi kam und Edeka und die Milka-Schokolade und Coca-Cola und westliches Fernsehen, da haben sie gesagt, komm, die Mauer muss wieder hoch. Früher mit der DDR war es viel besser. Glaub es mir. Rede mal dort mit jemandem. Das heißt, man nimmt sich irgendwelche unwichtigen Dinge im Leben, wie die Milka-Schokolade oder die Coca-Cola, ja, und man macht das zum Lebensziel. Und denkt sich, guck mal, wer nicht so lebt wie du, der kann ja gar nicht glücklich sein. Nur die Muslimin, Alhamdulillah, hat ein ganz anderes Ziel. Deswegen kann keiner sagen, guck mal, die Muslimin kann nicht glücklich sein, wenn die lebt so, so oder so. Die ist ja eingeschränkt. Gestern hatte ich noch die Diskussion gehabt, wir hatten gestern einen Vortrag am Oberhausen. Das wäre mir zu einschränkend, das würde mich zu sehr einschränken, Islam. Eine Frau meinte das. Warum? Weil ihr Ziel ist Geld, Macht, Gelüst, Lust, Freund. Das ist ihr Ziel. Natürlich ist dann der Islam für sie einschränkend. Aber eine Frau, die Islam verstanden hat, nicht eine Frau, die sich Muslime nennt. Ich heiße Fatima, ich heiße Aisha, ich heiße Zainab. Ja, warum bist du Muslimin? Weiß ich nicht, meine Eltern sind auch Muslim, mein Opa war Muslim. Nein, ich meine eine Muslimin, die Islam verstanden hat. Warum wird sie Islam praktizieren? Was wird ihr Ziel sein? Was wird ihre Einstellung sein? Ihre Einstellung wird sein, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die gläubig sind, haben mehr Liebe zu Allah. Das heißt, wenn dir irgendjemand erzählt, ja, man muss einen Freund vor der Ehe haben, ach ja, Gelüste, ich kann heiraten, Alhamdulillah. Und die Liebe zu Allah ist größer. Ich bin ein Gläubiger. Alhamdulillah. Das ist die Einstellung der Gläubigen, der Muslime. Und das ist etwas, was viel zu kurz kommt in unserem Bewusstsein, im Bewusstsein der Muslime. Allah sagt im Koran, ich wiederhole den Vers nochmal. وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und von den Menschen gibt es manche, die sich neben Allah Rivalen nehmen. Und sie lieben diese Rivalen so, wie man nur Allah lieben soll. Oder so wie Allah. Und dann sagt er, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die Gläubigen sind, heftigerer Liebe zu Allah. Das heißt, die Muslimin, die Islam richtig verstanden hat, wird wissen an erster Stelle, dass das, was der hat Glauben an den Koran, hat Glauben an die Sunna und sie glaubt, dass es schlecht für sie ist, einen Freund beispielsweise vor der Ehe zu haben. Dass es schlecht für sie ist, kein Kopftuch zu tragen. Dass es schlecht für sie ist, nicht zu beten. Und dass es schlecht für sie ist, sich nicht an die Regeln zu halten. Denn diese Regeln, glauben wir Muslime, hat Gott nicht gesandt, um uns elend zu machen, um uns zu ärgern. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى.
Wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, sagt Allah, damit du elend bist. Das heißt, du als Muslim glaubst, dass alles, was Allah herabgesandt hat, mit der Botschaft, alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass dies ein Nutzen für dich ist, wenn du das praktizierst. Von daher, was will die richtige Muslimin? Sie will das tun, was Allah im Koran sagt. Warum? Weil Allah sagt im Koran, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Wer Gutes tut, egal ob Mann oder Frau, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, und ist gläubig dabei, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Dann, was sagt er? Das ist der erste Punkt. Und jetzt schau dich um. Als Muslim, schau dich um in deinem Umfeld. Manche werden es vielleicht gar nicht kennen. Schau dir die Leute an, die Islam richtig praktizieren. Nicht die sagen, ja, wir sind Muslime, wir gehen jeden Tag in die Moschee, aber hintenrum über andere Leute am Quatschen oder was weiß ich am Machen und keine Ahnung und keinen Cent für die Dauer hier in Deutschland oder in der Schweiz ausgeben, sondern schau dir die Leute an, die diese Botschaft richtig praktizieren und lieben. Schau dir die Jugendlichen an, die aus Bewusstsein heraus, mit ihrem Bewusstsein angefangen haben, diese Religion zu praktizieren. Die waren gestern noch in der Disco gewesen und heute frag sie mal, ob sie wieder zurückgehen wollen in diese Zulumat, in diese Dunkelheit, in diese Finsternis. Was sagt Allah im Koran? وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Allah ist der Schutzfreund der Gläubigen, er führt sie von den Dunkelheiten des Lichts, von den Dunkelheiten ins Licht. Denn das, was uns manchmal schön erscheint, schau dir an, der Alkohol, wie schön das erscheint. Du siehst den Alkohol, du sagst, guck mal, ich trinke mir einen, da bin ich danach gut drauf. Und dann kann ich gut reden. Die Worte kommen auf einmal von der Zunge. Aber ich bin nicht betrunken, keine Angst. Alhamdulillah. Und dann sagt er sich, ach ja, dann gehe ich in die Disco, dann kann ich auch noch eine schöne Frau kennenlernen. Das ist die Realität. Weil wir reden hier von der Realität. Islam ist nicht abstrakt. Islam redet von der Realität. Das, was wir um uns herum sehen. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. So was wirst du kennenlernen. Das ist das, was Allah sagt. Allah sagt im Koran, der Satan lässt ihn die Taten in ihrem schönsten Licht erscheinen. Der Satan kommt zu dir, hey, stimmt, Alkohol ist schädlich. Jeder Mensch wird sagen, Alkohol ist schädlich. Warum? Schau dir Deutschland an beispielsweise. Man redet von 3 Millionen Alkoholikern, von der Dunkelziffer brauchen wir gar nicht zu sprechen. Wie viele Gewaltverbrechen geschehen in Verbindung mit Alkohol oder Drogen? Wie viele Familienprobleme entstehen in Beziehung mit Alkohol oder Drogen? Wie viele gesundheitliche Probleme in Beziehung mit Alkohol oder Drogen? Wie viele Autounfälle in Beziehung mit Alkohol oder Drogen? Wie viele? Das heißt, jeder wird sagen, ja, stimmt, das ist gefährlich. Aber dann wird der Satan zum Kopf und sagen, ja, aber du hast dich unter Kontrolle. Du trinkst ja nur ein bisschen. Kein Problem, ein bisschen kann man ruhig trinken. Aber das ist der Weg des Satans. Warum? Weil jeder, der Alkoholiker geworden ist und jeder, der gegen den Baum gefahren ist und jeder, der seine Frau im besoffenen Kopf zusammengeschlagen hat, hat gesagt, ich trinke nur ein bisschen, ich habe mich unter Kontrolle. Deswegen, was macht der Islam? Was macht der Islam mit dieser Sünde? Wenn du weitermachst mit dieser Sünde, dann ist es so, als wenn du diese schönen Blumen hier hast. Wir sagen jetzt, das ist ein Bonsai-Baum, ja? Und wir wollen nicht, dass der Bonsai-Baum zu groß wird. Und wir schneiden immer ein bisschen ab, dass er nicht zu groß wird. Er darf nicht über diese Schwelle kommen. Und der sagt, ich trinke nur ein bisschen, ist wie jemand, der an diesem Bonsai-Baum immer so ein bisschen schneidet. Und irgendwann hat er mal verschlafen, bumm, und er ist zu groß gewachsen. Er ist ihm über den Kopf gewachsen. Irgendwann hat der andere geschlafen, hat in der Disco doch ein zu viel getrunken, ist gegen den Baum gefahren. Querschnittsgelähmt. Was macht der Islam? Der Islam macht so hier. Der entwurzelt diese Sachen und schmeißt die weg. Also das brauchst du nicht wegzuschmeißen. Alhamdulillah. So
Deswegen müssen wir verstehen, also warum erwähne ich diese Sache mit Alkohol? Was hat das mit der Frau im Islam zu tun? Eine ganze Menge, weil damit will ich aussagen, dass alle Sachen, das müssen wir als Muslime wissen, die Allah für uns vorgeschrieben hat, dass es für uns gut ist, diese Dinge zu tun. Als allererstes, für diesseits glücklich zu sein, das ist das, was wir in der Erfahrung sehen. Als zweites, es ist eine Probe von Allah. Als drittes, der diesseitige Nutzen, den haben wir erwähnt, du wirst nicht besoffen sein, du wirst nicht gegen den Baum fallen und so weiter, aber als drittes, der jenseitige Nutzen. وَمَنْ يُؤْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزٍ عَظِيمًا. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Was ist dieser gewaltige Gewinn? Dieser gewaltige Gewinn ist das Paradies. Und der Muslim ist sich, was ist das Paradies? Das Paradies ist die beste Welt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Dort gibt es Dinge, die das Auge nicht gesehen hat, die das Ohr nicht gehört hat, noch die man sich im Herzenswunsch überhaupt vorstellen konnte. Nicht für einen Tag, nicht für zwei Tage, für alle Ewigkeit. Der kleinste im Paradies kriegt so viel wie 10-mal die ganze Welt. Von der Quantität her. Von der Qualität her ist ein Teil, ein Stück wie eine Peitsche liegt im Paradies, besser als die ganze Welt. Das heißt, wir haben es mit astronomischen, also es ist eine astronomische Zahl, wie groß dieser Nutzen ist. Als drittes ist, alles was im Paradies gibt an Wonne, an Glückseligkeit, ist was? Ist für Ewigkeit, ist ohne eine Schattenseite. Zum Beispiel hier, du fährst in Urlaub, schön, du freust dich darüber, nach 3 Wochen hast du keine Lust mehr. Du bist glücklich, du wirst traurig werden. Du bist alt, du bist jung, du wirst alt werden. Du bist gesund, du wirst krank werden. Du isst, ist lecker, wenn du zu viel isst, wirst du dick. Das heißt, jede Sache, die du hier hast an Vergnügen, hat eine Schattenseite. Im Paradies gibt es keine Schattenseite. Vierte Sache, du hast Zeit im Paradies. Alhamdulillah, für alle Ewigkeit. Nicht 3 Wochen Urlaub im Club Med oder in einem Luxushotel, sondern Ewigkeit. Das ist das Ziel der Muslimen. So, die Muslimen glaubt, dass das Ziel, wie ich das Ziel erreiche, ist, dass ich diesem Buch folge, dem Koran. Alhamdulillah. Und dass dies der einzige Weg ist, der vor der Hölle rettet. So, das heißt, wenn du jetzt sagen willst, der Muslimen geht schlecht, dann musst du sagen, okay, was ist das Ziel der Muslimen überhaupt? Weil, um es nochmal zu betonen, ich kann auch nicht sagen, weil ich gerne Motorrad fahre und ich habe meinen Nachbarn, der fährt nicht Motorrad, sondern der geht jeden Tag joggen. Und dann sage ich, oh, boah, der geht joggen, dem muss es ja schlecht gehen. Das ist totaler Quatsch. Du hast Leute, die gehen jeden Tag ins Fitnessstudio und sind am Pumpen. Banto, warum? Das ist doch anstrengend, oder? Da würde vielleicht einer von uns sagen, boah, da habe ich keine Lust drauf. Jeden Tag da Gewichte stemmen, da noch auf die Ernährung achten, das ist doch voll der Stress. Guck, was das für ein Stress ist. Ein Bodybuilder, der ist jeden Tag auf seine Ernährung am achten, nicht zu viel Fett und Eiweiß und Proteine und hin und her. Da würdest du dir sagen, da hätte ich nie Bock drauf, ich will meine Currywurst essen. Oder meinen Döner, der macht sowieso schöner. Und dann, Alhamdulillah. Aber warum? Dieser Mensch hat ein anderes Ziel als du. Der wird im Sommer gut aussehen im Schwimmbad. Und der wird so durch die Stadt gehen und so auf die Mutter. Mashallah. Ich hab gute Muckis. Ja? Deswegen gucke bei der Frau erstmal, was ist das Ziel? Wenn dein Ziel Geld, Macht, Ruhm, Genuss, Gelüste sind, wenn das deine Ziele sind, dann kannst du nicht sagen, weil es anscheinend so aussieht, dass die islamische Frau dies nicht hat, dass dann die islamische Frau unglücklich ist, weil sie hat ein ganz anderes Ziel. Und außerdem, Alhamdulillah, du kannst trotzdem Geld haben, du kannst trotzdem Macht haben, du kannst trotzdem als Muslim deine natürlichen Gelüste in der Ehe ausleben. Alhamdulillah, du bist überhaupt nicht eingeschränkt, sondern alles, was der Mensch braucht, kannst du auf einen ordentlichen, anständigen, erlaubten Weg stimmen. Das ist die erste Perspektive.
Die zweite Perspektive, oder was ich jetzt noch erwähnen wollte, ja, die meistens, was mich immer so wundert ist, die meistens diejenigen, die die islamische Frau angreifen und die Rolle der muslimischen Frau angreifen, das sind meistens diejenigen, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen. Glaub es mir. Schau dir mal die Bücher an von diesen ganzen Emanzen. Du wirst immer finden, schau dir denen ihre Familienprobleme an. Die sind alle schon dreimal geschieden und haben ein Geltungsbedürfnis, dass ihr Bild auch hinten auf dem Buch drauf sitzt. Diese Frau setzt sich für die Rechte der islamischen Frau ein. Deswegen, wenn man wissen will, wie sich eine muslimische Frau fühlt, man sollte am besten nicht CNN fragen und auch nicht Angela Merkel oder George Bush oder Alice Schwarzer, sondern man sollte eine muslimische Frau fragen, die den Islam angenommen hat und den Islam lebt. Frag sie doch mal, wie sie sich fühlt. Bist du traurig? Geht es dir so schlecht? Du Arme. Aber das ist sowieso alles nur Vorwand. Ich weiß nicht, wie es hier in der Schweiz ist, aber ich sage eine Sache ganz deutlich. Meine Frau, wenn die alleine rausgeht, ja, zum Beispiel zum Arzt mit meinem Sohn oder meiner Tochter, die wird fast jedes Mal blöd angelabert, auf gut Deutsch. Schlecht behandelt von einigen Leuten. In der Bahn oder beim Arzt oder je nachdem wo. Aber wenn ich dabei bin, komischerweise nicht. Ist doch irgendwie komisch, oder? Woran liegt das nur? Aber so sieht die Sache aus. Das ist das Problem. Das heißt, das ist wahrscheinlich nur ein Vorwand. Allahu alam, ich mache wohl keine Vorurteile schüren, aber es scheint, dass diese ganze Frauendebatte bei einigen Leuten nur ein Vorwand ist, ihren Hass auf den Islam auszuleben. Und Allah weiß es am besten. Die nächste Perspektive, wir haben die Perspektive des Ziels, die nächste Perspektive ist die Perspektive der Wahrnehmung. Was heißt das? Es ist eine unterschiedliche Sache, kann von unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten verschieden wahrgenommen werden. Beispielsweise, ich habe früher im Zivildienst, in Deutschland macht man ja entweder Bundeswehr oder Zivildienst, also Kriegsdienst oder Zivildienst. Ich habe Zivildienst gemacht und der Zivildienst, da musste ich ältere Herrschaften mit Essen beliefern. Und wenn es geregnet hat, dann habe ich immer gehört, ach, was haben Sie heute wieder für ein schlechtes Wetter mitgebracht? Das Wetter ist heute wieder so schlecht. Es ist am Regnen. Das heißt, der Regen wird wahrgenommen als etwas Schlechtes. Du kennst zum Beispiel den Ausdruck Sauwetter. Den kennt man schon noch, ist in der Schweiz sicherlich auch häufig, ne? Sauwetter. Das heißt, wenn es geregnet hat, nennt man das Sauwetter. Jetzt geht man in die Wüste Gobi. Meinst du, da sagt jemand Sauwetter, wenn es regnet? Nee. Oder geht man in ein Wüstengebiet? Im Gegenteil, wenn es dort regnet, rennen die Leute auf die Straßen und freuen sich. Yeah, es regnet, die Pflanzen werden wieder wachsen, wir haben wieder Wasser. Das heißt, die Sache wird unterschiedlich wahrgenommen. Deswegen muss es nicht sein, weil du eine bestimmte Wahrnehmung von einer Sache hast, dass deswegen die Muslimin diese Wahrnehmung auch hat. Da gebe ich ein Beispiel. Ich habe damals mal mit einer Lehrerin gesprochen, 30 Jahre alt, ein Kind, mit ihrem Freund 10 Jahre zusammen. Und da habe ich mit ihr gesprochen und ich habe zu ihr gesagt, ja, warum heiraten Sie Ihren Freund nicht? 10 Jahre zusammen. Da meinte sie zu mir, ja, vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mir besser gefällt. Subhanallah, 10 Jahre zusammen. Das heißt, guck mal, dieser Mensch, der kann sowieso nie glücklich werden, weil der wird sich immer sagen, vielleicht finde ich ja noch jemanden was Besseres. 10 Jahre, Kind, vielleicht finde ich noch jemanden, der mir besser gefällt. Und genau diese Frau fing dann an zu reden. Ja, eine Frau, die mehrere Kinder hat, die kann ja keinen Grips im Kopf haben, weil eine Frau, die Grips im Kopf hat, die will sich ja selbst verwirklichen. Subhanallah. Hat jemand schon mal darüber nachgedacht, dass sich vielleicht diese Frau selbst verwirklichen will mit den Kindern,
Weil diese Frau, diese muslimische Frau, eine ganz andere Lebenseinstellung hat. Weil wenn bei dir Kochen was für Arme ist, weil du lieber draußen essen gehst, Stillen altmodisch ist und Kinderkriegen unfair ist, weil die Frau hat Wehen und der Mann hat keine Wehen bei der Geburt, dann heißt das noch lange nicht, dass die Muslimin dies auch so sieht. Sondern die Frau, die Muslimin, sagt sie vielleicht, das heißt nicht unbedingt, ja, nur als Beispiel, dass sie gerne Kinder haben will und viele Kinder haben will. Und hier, ich frage jeden, er soll ehrlich zu sich selber sein und mal aufhören und diese Einstellung ablegen, die sagt, Freiheit ist für nichts und niemanden Verantwortung übernehmen zu müssen. Sondern, was gibt es Schöneres, als dein Kind zu sehen, wie es aufwächst? Ist das nicht eine der schönsten Sachen auf dieser Welt, eine Familie zu haben? Und schau dir an, wie viele Menschen, die diesen Weg eingeschlagen haben, diesen Weg des, ach ja, ich will für nichts Familie einnehmen, ich und meine Frau sind 2, unser Hund sind 3, mit dem Kind sind wir 4, der Wellensittich 5, reicht. Das ist unsere Familie. Wenn der Wellensittich stirbt, wird er beerdigt, kriegt noch ein Kreuz aufs Grab. Ja. Schau dir an, wer so lebt. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe viel durch das Berufsleben mit alten Menschen zu tun gehabt. Und ich habe eine Tendenz festgestellt. Die Menschen, die weniger Kinder haben, sind im Alter absolut unglücklich und verlassen. Es kommt die Zeit, wo ihr Kind irgendwo in Buchs, Ausnahmen bestätigen die Regel, wo ihr Kind irgendwo 300 Kilometer entfernt wohnt, die werden ins Altersheim abgeschoben, verlieren ihren Verstand und sind total am Ende. Die Familie ist etwas, was im Islam sehr viel wert ist. Daher, du kannst diese Sache gar nicht miteinander vergleichen. Die andere Sache ist Anerkennung. Es ist eine natürliche Sache, dass der Mensch gerne Anerkennung bekommen will. Sie sagt, guck mal, diese Frau, die ist doch nichts. Weil es ist so. Und viele Leute wollen das nicht gerne wahrhaben, dass in den meisten Fällen eine Frau, die sich um ihren Haushalt kümmert, nichts ist. Die hat nichts im Kopf, wie diese Lehrerin gesagt hat, weil das ist kein Einzelfall, sondern es ist etwas, was die Einstellung der Gesellschaft widerspiegelt. Zum Beispiel, sie kümmert sich schon um die Kinder, hat keinen Beruf, das heißt, sie hat nichts gelernt, hat nichts im Kopf. Viele Leute denken so, mit vielen Leuten darüber gesprochen. Natürlich, wenn ich das als Muslim als Vorwurf nehme, dann wird sie sagen, nein, 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 wir sehen das gar nicht so. Aber man soll ehrlich zu sich selber sein, nach Hause gehen, darüber nachdenken. Er meint, zum Beispiel, ist es keine ehrenhafte Aufgabe mehr, und das ist auch ein Grund, warum immer weniger Kinder in der westlichen Welt geboren werden, ja, Kinder großzuziehen. Ehrenwerte Aufgabe ist, die Frau, oh, die ist was, die ist die Stellvertretende, die Sekretärin, die dies, die das, und Politikerin und so weiter. Aber im Islam, du kannst nicht sagen, weil deine Einstellung ist, weil laut deiner Einstellung die Frau, die sich nur um die Familie kümmert, die sich um den Haushalt kümmert, nichts wert ist, nichts im Kopf hat, kannst du nicht sagen, dass die Muslimin dies so wahrnimmt oder dass die Muslime dies so wahrnehmen. Warum? Weil der Prophet s.a.w. sagt, es kommt ein Mann zu ihm, er sagt zu ihm, Man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wer von den Menschen ist es am meisten wert, dass ich ihm, sage ich mal, treue Gefolgschaft, gute Gefolgschaft schuldig bin. Wem muss ich am meisten dienen? Also nicht dienen im Sinne von Gottesdienst dienen, sondern helfen und so weiter. Ja, treue Gefolgschaft schuldig. Wem? Was sagt der Prophet Sassan? Ummuk, deine Mutter. Sagt der Mann, für einen Moment, wer dann? Dann dein Ummuk, deine Mutter, danach nochmal. Dann sagt er, dann? Ummuk, deine Mutter. Und dann sagt er, wer dann? Dein Vater. Das heißt, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, dein Vater. Subhanallah. Das heißt, die Mutter kriegt die Goldmedaille, die Silbermedaille, die Bronzemedaille und der Vater, der kriegt nur den vierten Platz. Alhamdulillah. Das ist wie der Islam die Frau sieht. Denn im Islam ist dies eine ehrenhafte Aufgabe. Wir sagen nicht, die Frau kann nicht, die ist nur ihr Kind am Spielen, sondern wir sagen, diese Frau kann wirklich was. Das ist eine Aufgabe, die schwer ist. Allah lobt diese Aufgabe im Koran. Allah lobt im Koran die Frau, die ihre Kinder zur Welt bringt, die unter Schmerzen.
Subhanallah. Deswegen, das ist wie gesagt eine ganz wichtige Sache, die wir wissen müssen. Das heißt, eigentlich können wir jetzt das Thema schon beenden. Eigentlich das Thema ist schon beendet. Rolle der Frau im Islam, das heißt, die Muslimin will so leben, Alhamdulillah, das ist der Weg zum Paradies. Denn wir müssen eins, müssen ist ganz wichtig für uns, als Muslime auch für die Nicht-Muslime zu verstehen. Ich habe eben schon erwähnt, alles, was Gott für uns geboten oder verboten hat, es ist gut, entweder, dass wir es tun, das Gebotene, oder es ist gut, dass wir davon Abstand nehmen, das, was verboten ist. Das heißt allerdings nicht, dass wir notwendigerweise erkennen müssen, welche Weisheit hinter einem bestimmten Verbot oder Gebot steckt. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Kind zum Arzt gehe, oder ich fange anders an, zum Beispiel Alkohol, Allah sagt nicht im Koran selber, der Alkohol ist verboten, weil du wirst dann besoffen und fährst mit dem Auto gegen den Baum. Das steht da nicht drin. Das ist eine Weisheit, die wir erkennen können. Sondern es ist verboten. Also bei Alkohol ist es offensichtlich. Bei anderen Dingen ist es vielleicht weniger offensichtlich. Und wir sagen ja, warum ist das verboten? Zum Beispiel Schweinefleisch ist nicht, obwohl es da auch einige Punkte gibt, die können wir erwähnen, das wird ja nicht das Thema. Ja, aber es ist nicht so offensichtlich wie Alkohol oder Drogenkonsum. Allerdings, was sagt der Muslim? Sagt der Muslim jetzt, okay, nee, dann esse ich Schweinefleisch, weil ich weiß nicht, warum hat Allah das verboten? Nein. Der Muslim vertraut darauf, was Allah offenbart hat. Denn wir wissen, selbst wenn wir eine Weisheit nicht erkennen, dass der allmächtige Gott allwissend ist, allweise ist und er weiß, warum er etwas verbietet. Die Muslime sagen, wa'ala Allah, wir sagen, wir vertrauen auf Allah. Allah sagt im Koran, wa'ala Allah, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Und vertraut auf Allah, wenn ihr Gläubige seid. Und ich gebe immer das Beispiel von einem Kind, das zum Arzt geht. Dieses Kind soll eine Spritze bekommen und es weiß, dass diese Spritze piekt. Es hat schon mehrere Spritzen bekommen. Was wird dieses Kind tun? Dieses Kind wird alles daran setzen, diese Spritze nicht zu bekommen. Es wird schreien, strampeln, heulen. Warum? Weil es sieht den Nutzen dieser Impfung oder dieser Infusion nicht, dieser Spritze. Das Kind sieht es nicht. Warum? Die Weisheit fehlt. Das Wissen fehlt. Aber ich als Erwachsener weiß, dass diese Spritze für das Kind gut ist. Deswegen werde ich das Kind dazu bringen, diese Spritze zu bekommen. Warum? Weil ich weiser bin als das Kind. Und der allmächtige Gott ist natürlich unendlich weiser als wir Menschen. Und das ist eine Grundlage, die wir verstehen müssen. Als Muslime sagen wir deswegen, wir haben uns vom Koran überzeugt, dass dies das Wort Gottes ist. Wir wissen, der Prophet Mohammed s.a.w. ist unser Prophet. Wenn wir also etwas lesen, da drin, dann müssen wir nicht mehr fragen, ja warum, weshalb, wieso. Weil wir haben schon vorher festgestellt, dass wir an dieses Buch glauben. Alhamdulillah. Das heißt, wenn du sagst, ich glaube, dass das Buch von Allah ist, dass jeder Satz da von Allah ist, dann brauchst du nicht mehr zu fragen, warum ist dies verboten, oder warum ist das verboten, oder warum ist dies so oder das so. Das ist eine ganz wichtige Grundlage, die man verstehen muss. Wie gesagt, wenn man es so versteht, ist das Thema schon erledigt. Punkt. Da kannst du jeden Vorwurf bringen von Islam, nicht von dem, was die Muslime falsch machen, wie Zwangsheirat, dann sage ich dir, es ist verboten im Islam. Und wir sind gegen jede Sache, die als Islam präsentiert ist und nicht vom Islam ist. Gegen jede Sache. Also wenn du mit Zwangsheirat kommst oder Verstümmelung oder andere, oder Ehrenmord, ja, wo eine Schwester von ihrem Bruder erschossen wird, wenn sie einen Freund hat, er hat selber eine Freundin, also das glaubt ihr kein Mensch, ja? Das ist für uns, wir sind gegen diese Dinge, die nichts mit dem Islam zu tun haben. So, aber wenn du zu uns sagst, ja, ich finde die Lage der Frau im Islam nicht gut, weil die muss Kopf tun, dann sage ich, ja, steht im Koran, ist der Weg zum Paradies. Dieses Leben ist nur ein kurzer Moment. Der Prophet Sosem gibt das Beispiel von jemandem, der den Finger in den Ozean steckt und zieht ihn raus. Das, was er im Finger hat, ist das Diesseits, der Rest ist das Jenseits. Der Prophet Sosem sagt, wenn bei Gott, bei Allah, das Diesseits nur so viel wert wäre, wie der Flügel von einer Fliege, dann würde jemand, der die Botschaft leugnet, noch nicht mal einen Schluck Wasser bekommen. Das heißt, diese Welt ist sowieso nicht die Welt der Gerechtigkeit. Ist sowieso nicht die Welt der Belohnung. Diese Welt ist zu schlecht, um eine Belohnung für denjenigen zu sein,
Diese Welt ist nicht rein genug, um eine Belohnung für denjenigen zu sein, der dieser Botschaft folgt. Für diese Menschen hat Allah etwas anderes vorbereitet. Was? Und ich wiederhole es nochmal. Allah sagte in einem heiligen Hadith, إني عددت لعبادي الصالحين ما لن عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر. Ich habe für meine Rechtschaffenen vorbereitet, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das heißt, das Thema ist schon erledigt. Aber um ein tiefgründiges Verständnis von der Rolle im Islam zu bekommen, denn ich sage nicht nur, guck mal, das ist der perfekte Weg für die Frau ins Paradies zu gehen, der Islam, und alle anderen Wege führen die Hölle, sondern ich sage ganz deutlich, dass dies, und das ist meine persönliche Erfahrung, es kann ruhig jemand anderer Meinung sein, dass die Frau, die Islam verstanden hat, ich rede nicht von Fatima oder Aisha oder der Muslim mit XY, die sich Muslimin nennt, die Gogo-Tänzerin in der Disco ist, ja, sondern ich rede von derjenigen, die bewusst den Islam verstanden hat und den Islam bewusst praktiziert, dass dies die glücklichsten Frauen sind. Und das sage nicht nur ich. Das sage nicht nur ich. Das sagt sogar meine Mutter, die nicht Muslimin ist, aber die den Islam kennengelernt hat. Aber das Problem ist, wer von den Nicht-Muslimen hat den Islam kennengelernt? Durch uns? Was haben wir bisher getan dafür? Weil wir, als wir das Auto verkauft haben, den Tacho zurückgedreht, den Kilometerstand zurückgedreht haben, so haben die Islam kennengelernt. Subhanallah, deswegen ein Aufruf an die Muslime, dass wir uns korrekt benehmen. Nicht klauen, nicht stehlen, nicht betrügen, nicht lügen, korrekt benehmen. So, warum? Warum? Weil dies von uns erwartet? Nein, weil Allah dies von uns erwartet. Oder was heißt Allah erwartet von uns? Weil Allah uns dies vorschreibt. Alhamdulillah. Jetzt, um ein tiefgründiges Verständnis davon zu bekommen, welche Rechte der Islam der Frau gegeben hat, möchte ich das kurz in den historischen Kontext setzen. Warum? Ich möchte damit nicht sagen, ach ja, guck mal, früher in den antiken Gesellschaften, bei den Griechen, bei den Römern, bei den Indern, bei den Chinesen, in der Jahiliya-Zeit, also in der vorislamischen arabischen Zeit, war die Rolle der Frau schlechter, dann ist das ja jetzt eine Verbesserung gewesen. Nein, denn ich bin mir sicher, dass der Weg, das Leben der muslimischen Frau, wenn sie Islam richtig verstanden hat, der optimale Weg ist. Sondern, ich möchte das nur nochmal betonen, damit wir ein tiefgründiges Verständnis von dieser Sache bekommen. Als allererstes, in der arabischen Jahiliya-Zeit, das heißt die Zeit vor dem Islam, die Frau wurde vererbt. Islam hat das abgeschafft. Zweite Sache, die Frau durfte, nachdem sie geschieden wurde, niemand mehr heiraten. Islam hat das abgeschafft. Dritte Sache, es gab Polygamie, das heißt der Mann konnte so viele Frauen heiraten, wie er will, ohne Beschränkung. Islam hat das abgeschafft. Es gab Zwangsehe, Islam hat das abgeschafft. Ja, nochmal Zwangsehe ist nicht vom Islam. Dritte Sache, die Frau war vogelfrei, Islam hat das abgeschafft. Vierte, dann die nächste Sache, die Geburt einer Frau wurde als schlechtes Omen angesehen. Der Islam sagt ganz deutlich im Koran, dass es nicht Schwachsinn ist, zu sagen, weil mir eine Tochter geboren worden ist, ein schlechtes Omen, eine Schande. Dann nächste Sache, weibliche Säuglinge wurden bei lebendigem Bleibe verbuddelt. Islam hat das abgeschafft. Nächste Sache, es wurde als Schande angesehen, wenn jemand eine Tochter bekommen hat. Islam hat das abgeschafft. Alhamdulillah. Das war die Rolle der Frau in der Zeit, in der vorarabischen Zeit der Jahiliya. Jetzt wird jemand kommen, ein Schlauberger, wird zu mir sagen, ja warte mal, was du da erzählst. Die Khadija, die erste Frau vom Propheten, die war doch reich, Kaufmannswitwe. Es gibt in jeder Gesellschaft Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, Khadija war eine Ausnahme, die sich dort durchgesetzt hat in dieser Zeit, durch Unterstützung. Nächste Sache, indische Gesellschaft. Frau wurde beim Glücksspiel verloren. Beim Glücksspiel wurde über die Frau gespielt und die wurde verloren. Beim Islam, Alhamdulillah, gibt es kein Glücksspiel. Glücksspiel ist sowieso verboten. Von daher kann die Frau auch nicht beim Glücksspiel verloren werden. Dann, die Witwe wurde teilweise verbrannt, wenn der Mann gestorben ist, wurde die mit dem Mann verbrannt. Die Witwe.
Im Islam wird man nicht verbrannt, wenn man stirbt, Alhamdulillah. Dann, in einigen Gebieten wurden die Frauen als Götz, als Opfer für die Götzen geopfert. Im Islam wird sowieso, werden Götzen sowieso nicht angebetet. Dann, in China, in einigen Fällen darf der Mann die Ehefrau töten. Im Islam gibt es das nicht. Das heißt, Ehrenmord, diese ganze Sache hat nichts mit Islam zu tun. Das wollte ich nur mal betont haben. Dann, die Frau hatte kein Erbrecht. Islam hat die Frau ein Erbrecht. Dann in der griechischen Welt hatte die Frau kein Recht auf Bildung und der Islam gibt der Frau Recht auf Bildung. Ich werde auf einige Punkte nachher nochmal intensiver eingehen. Dann, die Frau hatte kein Besitzrecht und im Westen, in der westlichen Welt, hatte die Frau bis zum 19. Jahrhundert kein Besitzrecht. Subhanallah, im Islam, der Islam hat der Frau schon vor 1400 Jahren Besitzrecht gegeben und Erbrecht gegeben. Alhamdulillah. Dann, in der griechischen Antike, die Frau hatte kein Scheidungsrecht. Islam, die Frau hat auch ein Scheidungsrecht. Kann sie auf verschiedene Arten scheiden lassen. Dann, Gustave Le Bon sagt, im Allgemeinen betrachteten die Griechen, das ist ein französischer Denker, im Allgemeinen betrachten die griechische Gesellschaft die Frau als das niedrigste Geschöpf. Was sagt Allah im Koran? Ja, ayyuhan nas, o ihr Menschen, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wir haben aus euch aus männlichen und weiblichen Wesen erschaffen, wa ja'alnakum shu'uban wa qabail li ta'arafu, und haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr euch kennenlernt. Inna akramakum indallahi, wahrlich, der edelste unter euch ist wer? Atchakum, der Gottesfürchtigste. Das heißt nicht der Türke, nicht der Bosnier, nicht der Deutsche, nicht der Schweizer, nicht der Österreicher, sondern der Gottesfürchtige, der Frömmste. Und auch hier wird kein Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau. Das heißt, eine Frau kann besser sein als ein Mann.